Im letzten Video bin ich darauf eingegangen, dass ein Prozess und ein Workflow ganz unterschiedliche Dinge sind. Aber wie kann man jetzt leistungsstarke Workflows im eigenen Betrieb wirklich einführen, um die dahinterliegenden Prozesse wesentlich effizienter ablaufen zu lassen? Also wie kriegt man das wirklich hin, aus dem Prozess einen Workflow für den Mitarbeiter zu machen? Und auf was man achten sollte, wenn man ein Workflow-Management-Tool einführen möchte, diese Fragen verrate ich in diesem Video und die klären wir da auch mit 10 Tipps. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich bereits seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und in diesem Video verrate ich Ihnen 10 Tipps, auf was Sie bei der Einführung von Workflows und Workflow-Management-Tools achten sollten. Am Markt gibt es hunderte von Software-Tools und von gratis, quasi kostenlos, Freeware, bis extrem teuer. Und den wenigsten ist wirklich klar, auf was es dabei wirklich ankommt. Und es geht nämlich, soweit kann ich schon mal spoilern, nicht um den größten Funktionsumfang, sondern es geht um Ihre Mitarbeiter. Starten wir los. Was ist ein Workflow-Management-Tool, damit wir da so einen kleinen Einstieg erstmal finden? Ein Workflow-Management-Tool ist eine Software, in der Sie einen festgelegten Vorgang, nämlich diesen Workflow, starten und dann schrittweise von der Software durch die verschiedenen Aufgaben geleitet werden. Und dazu ein ganz einfaches Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Es gibt ja den Workflow-Urlaubsantrag. Das ist meistens so ein Knöpfchen irgendwo in so einem Workflow-Management-Tool oder woanders. Da klickt man drauf und dann öffnet sich für den Mitarbeiter eine Maske. Und der Mitarbeiter trägt dann seinen Namen ein, das Startdatum und das Enddatum des gewünschten Urlaubs und am Ende klickt er auf Senden. Und dann kommt dieser Vorgang durch die Software zu Ihnen in einer Art Posteingang in der Software oder auch anderweitig und wartet auf die Genehmigung, das Sie entsprechend dann prüfen. Kann ich den Urlaub vom Mitarbeiter freigeben, ja oder nein? Und spricht nichts Wesentliches dagegen, dann klicken Sie auf das Schaltfeld Genehmigen und der Mitarbeiter enthält eine entsprechende positive Rückmeldung. Und klicken Sie auf Ablehnen, dann bekommt eben der Mitarbeiter eben auch eine entsprechende Nachricht und Sie wahrscheinlich sehr schnell einen Telefonanruf. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber der Kern dabei ist wirklich, dass die Software hier die Steuerung übernimmt, indem sie dem Mitarbeiter die zu füllenden Felder wie Start und Ende des Urlaubs vorgibt und danach konsequent eine Weiterbearbeitung durch Sie als Vorgesetzten einfordert. Das Ergebnis Ihrer Entscheidung wird dann an den Mitarbeiter eben zurückgegeben. Das wird aber alles gesteuert durch diese Software und genau das ist eben der Kern eines Workflow-Management-Tools. Und damit sind wir auch schon gleich beim allerersten und wichtigen Tipp. Wie flexibel ist die Software, wenn es da nur Ja oder Nein gibt, sondern gibt es da vielleicht auch Mittelwege, Ausnahmen oder übersprungene Schritte? Also wie starr oder flexibel kann eben ein Workflow-Management-Tool auf Unvorhergesehenes reagieren oder verrennt sich dann die Software eben in toten Workflow-Enden? Da kann ich also erzählen aus meinem eigenen Unternehmen, wir hatten verschiedene Tools einmal durchgetestet und eins war dann wirklich ganz konsequent das und dann das und dann das und dann das. Und wenn da irgendwas dazwischen kam, dann konnte man quasi nicht mehr wirklich zurückspringen und Ähnliches. Das war von der Benutzerfreundlichkeit her sowohl für den Mitarbeiter als auch für mich eben als Vorgesetzten außerordentlich problematisch und wir haben es dann auch wieder abgeschafft. Der zweite Tipp. Prüfen Sie, wie leicht Workflows von Ihnen, aber auch von jedem Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse erstellt werden können. Also gibt es da eine Oberfläche, mit der die einzelnen Schritte und Logiken einfach zusammengeklickt werden, vielleicht mit grafischer Unterstützung, dass man da so Elementboxen zusammenschieben kann und Ähnliches. Denn ein Workflow-Management-Tool sollte nicht nur bei Ihnen als Chef auf dem Schreibtisch landen, dass Sie sich dann überlegen, wie das alles funktioniert. Nein, die Mitarbeiter sollen ja ihre Workflows selber auch erstellen können, mit denen sie tagtäglich arbeiten, damit sie sich eben auch selbst die Arbeit leichter machen können. Dritter Tipp. Gibt es einen Zeitstempel für die Workflows, um wichtige Daten wie für die Prozesssteuerung zu bekommen? Also ich bin ja immer ein ganz großer Freund der Prozesssteuerung und dazu haben wir ja auch schon verschiedenste Videos gemacht. Gucken Sie mal mit rein, wie wichtig Prozesssteuerung und die entsprechenden Prozessdaten ist. Also kann man den Startzeitpunkt, den Endezeitpunkt und vielleicht auch Zeitstempel für die jeweiligen Schritte dazwischen einfach und leicht in eine gängige Tabellenkalkulation exportieren. Vierter Tipp. Gibt es die Möglichkeit, Bearbeitungszeiten auf die einzelnen Schritte zu buchen? Also die Durchlaufzeit zwischen Start und Ende eines bestimmten Vorgangs ist ja die eine Sache, aber die Bearbeitungszeit fallen entsprechend massiv auseinander. Also
Sie bearbeiten vielleicht 10 Minuten, 12 Minuten, eine halbe Stunde einen Vorgang, aber es dauert eben von Start bis Ende vielleicht 3 Wochen, bis es dann eben abgeschlossen ist, weil sich ein Kunde zurückmelden muss und Ähnliches. Und damit kriegen Sie auch einen super, super Überblick eben, wie effizient laufen meine Prozesse, wie viel Wartezeiten und Ähnliches steckt denn da eigentlich drin, die ich vielleicht irgendwie eliminieren müsste. Und übrigens, die 4 wichtigsten Prozesskennzahlen, wenn Sie das interessiert, auch dafür haben wir ein ganz vertiefendes Video mit erstellt. Mit dem Workflow-Management-Tool sollten Sie eben diese Prozessdaten erheben können. Schauen Sie da mal rein in dieses Video. Es hilft Ihnen einfach für ein tieferes Verständnis über das Thema Prozessdaten. 5. Tipp. Kann ich durch die Workflow-Management-Tool eine andere Software oder noch besser sogar eine bestimmte Maske in einer anderen Software aufgerufen werden? Also die Stammdaten zum Beispiel von Ihrem Kunden wie Name oder Rechnungsanschrift wird ja wahrscheinlich in Ihrem Warenwirtschaftsprogramm irgendwo zu pflegen sein, aber möglicherweise sind da eben statische Berechnungen zum Beispiel bei einem Dachdeckerbetrieb oder einem Zimmereibetrieb für einen Dachstuhl eben in einer Abbundsoftware oder eben in anderen Programmen. Also kann sie dann dieses Workflow-Tool tatsächlich einmal in diese Software leiten und einmal in eine andere Software leiten. Und Ihr Workflow-System soll ja für alle Anwendungsfälle geeignet sein, deswegen wäre genau dieses Zusammenspiel von dem Workflow-Management-Tool und Ihrer bestehenden Software unheimlich wichtig. Denken Sie da auf jeden Fall dran, das war der 5. Tipp. 6. Tipp. Wo wird das Workflow-Management-Tool gehostet? Die Mehrzahl von solchen Tools kommt aus den USA und sind vor allem auch Cloud-Dienste, was also aufgrund der unterschiedlichen Datenschutzauffassungen zwischen den USA und der Europäischen Union, speziell Deutschland, aber sehr problematisch sein kann. Deswegen schauen Sie nach, wenn Sie mit so einem Software-Tool vielleicht liebäugeln, sowas einzuschaffen, wo wird es wirklich gehostet? Ist der Hersteller aus Europa? Werden die Daten in Europa gelagert? Oder kommt er vielleicht sogar aus Deutschland? Es gibt Anbieter, die solche Tools eben herstellen für relativ kleines Geld. Die kommen aus Deutschland, da ist auch der Support wirklich klasse. Gucken Sie es auf jeden Fall mit an, das ist eine dringende Empfehlung. 7. Tipp. Gibt es eine Möglichkeit, Automatisierungen anzulegen, um sich bestimmte Klicks oder Vorgehensweisen zu ersparen? Dazu auch wieder ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich in der Zeiterfassung für eine Aufgabe starte, dann setze doch die Aufgabe auf den Status in Bearbeitung und weise mich der Aufgabe eben als bearbeitet zu. Das spart schon mal wieder 3-4 Klicks und ein paar Mausbewegungen und letztendlich ist das wieder ein Teil dafür, dass Ihr Tool wirklich möglichst effizient arbeitet und Sie sich einen Haufen Zeit einsparen. 8. Tipp. Ein Workflow-Management-Tool lebt von der Akzeptanz und der Benutzung durch Ihre Mitarbeiter. Und die bekommen Sie nur, wenn es leicht zu bedienen ist und wenn Sie es selbst für Ihre Aufgaben verwenden. Der Chef muss es vorleben, sonst wird es nichts. Und wenn Sie als Chef die Bedienung umständlich und kacke finden, dann finden es Ihre Mitarbeiter auch. Also gemäß dem Satz, eat your own dog food, nutzen Sie selbst, was Sie allen anderen Leuten zumuten im Unternehmen. Damit, ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste, haben Sie wirklich die Akzeptanz eben von Ihren Mitarbeitern, dieses Tool echt zu verwenden, wenn Sie es eben entsprechend selbst vorleben. Tipp Nummer 9. Wie integrativ ist das Tool? Also hat es offene und gut dokumentierte Schnittstellen wie APIs oder Webhooks, dass Sie dann eben Ihre bestehende IT-Landschaft einbinden lässt? Wie sieht die Integration in Ihr bestehendes Office-Paket aus? Viele Unternehmen nutzen ja das Microsoft 365-Paket. Auch das ist ja ganz stark jetzt Richtung Cloud gegangen. Und da gibt es eben auch ganz viele Schnittstellen, dass Sie damit wirklich Ihr Workflow-Management-Tool und Ihr Office-Paket miteinander gut verzahnen können. Das macht ganz, ganz viel Sinn, dass Sie sich das also anschauen, wie offen sind da die Schnittstellen von einem Workflow-Management-Tool. Und bevor ich Ihnen jetzt noch den Tipp 10 verrate, abonnieren Sie doch schnell unseren Kanal, denn im nächsten Video, was wir aufnehmen werden, zeige ich Ihnen ein Beispiel, wie ein solches Tool wirklich ausschaut und einen ganz konkreten Workflow vorstellen. Und zwar genauso, wie ich es vorher gesagt habe, eat your own dog food, wir nutzen auch so ein Tool, um unsere Prozesse zu verbessern. Ich gebe Ihnen einen Einblick, wie das dann wirklich ganz konkret ausschaut. Das wollen Sie sicherlich nicht verpassen, deswegen jetzt abonnieren Sie den Kanal. Tipp 10. Es gibt Tools, die aus BPMN-Modellen direkt ausführbaren Code erstellen, die sogenannte BPEL, also die Business Process Execution Language. Solche Tools erfordern eine maximale Präzision in der Modellierung von Ihrem Prozessmanagement-Werkzeug. Und das überfordert aber meistens die Anforderungen an die Mitarbeiter in kleinen Unternehmen. Keiner ist wirklich so sattelfest in der BPMN, dass er wirklich direkt ausführbaren Quellcode daraus generieren könnte, weil man manchmal Schleifen und Loops und Rücksprünge und solche Dinge einfach vergessen hat zu modellieren und dann gibt es eben diese toten Enden. Es gibt eine ganze Reihe sogenannter Projektmanagement-Tools,
die sich ganz wunderbar als Workflow-Management-Tools einsetzen lassen und die alle Anforderungen einfach und kostengünstig erfüllen. Sie brauchen also keinen Super-Tanker anschaffen, nur damit Sie effiziente Workflows in Ihrem Unternehmen wirklich umsetzen können. Und wie das ganz konkret aussieht, das frage ich Ihnen mal ein Beispiel aus dem System, was wir selber als Unternehmen nutzen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.